So, hallo, ich bin in Schlingen am Schlingener Stausee an der Wertach. Ich nehme an, das heute ist Abpaddeln, die letzte Tour in diesem Jahr. Und jetzt gehen wir uns die Staustufe anschauen. Gut hineingekommen und los geht's. Na, siehst du aus? Jetzt hättest du wieder mal einen Schiffswrack. Da ist wohl schon lange keiner mehr mitgefahren. Was kaum zu glauben. Hier hat es eine riesen Totholzansammlung mitten im Fluss. Oder eine Staustufe genauer gesagt. Ich habe mir so sagen lassen, an manchen Tagen ist die Rabenschwarz mit Kormoranen. Oder am Hauptfloß vom Schwemmholz. Ein echt großes Teil. Das ist schon jetzt so ziemlich das Ende der Hauptstaustufe. Da hinten geht es dann in die Wertach rein, also sozusagen in den Restfluss. Ja, jetzt haben wir ihn. Und da hinten, da noch an der Seite, hat es noch eine kleine Extrasee, kann man sagen. Hier ist eine Reihe schöner Häuschen. Ja. Und hier die Buchten, die es da hat. Da fahren wir dann auf den Rückweg rein. Muss hier noch was aufheben. Oh, jetzt ging also der Wertach draußen. Jetzt ist es schon ziemlich schlauchförmig. Aber immer noch ziemlich breit eigentlich. Da vorne hat es noch keine Insel drin. Okay, sogar gut breit, habe ich gar nicht so gesehen. Da drüben geht sogar ein kleiner Kanal rein. Ups, geht das Boot weg. Na, wo haben wir ihn? Da ist er, der Kanal. Hier hat es einen schönen Spechtbaum. So kann man sich täuschen. Das ist hier nicht die Wertach, sondern bloß ist die Bucht vom Stausee. Jetzt fahren wir mal hier rein. Schauen wir, ob es da auch noch um Eck rum geht. Auf jeden Fall nicht für mich, es wird zu flach. Fahren wir dann bei der Insel da rechts vorbei. Schauen wir mal, ob es geht. Aber alles ganz, ganz langsam. Hier ist es überall ziemlich flach. Weiter rein fahre ich nicht, weil spätestens da vorne ist eh Schluss. Das muss es nicht mehr sein. So, jetzt ist ja nach dem Ende von der Bucht aus. Der linke ist vielleicht ein bisschen länger, vielleicht geht es ja wieder in den Wertach rein. Schauen wir mal. Das war eine trügerische Hoffnung. Hier ist Endstation. Und so schaut die Bucht von oben aus. Den Kanal, den ich davor beim Reinfahren in die Bucht gesehen habe. Und jetzt fahren wir da mal rein. Hier ist echt was geboten. Jetzt geht es hier nochmal teilen, also eine kleine Insel. Ah, wir haben die Wertach wiedergefunden. Die scheint hier bei der Staustufe so ein richtiges Mündungsdelta zu haben. Erstmal in den linken. Auf der anderen Seite von der Insel wechseln müssen und kann ich mal schauen, ob es hier jetzt tief genug ist, dass ich in die Wertach reinkomme. Da war von der Tiefe her eine ganz knappe Sache, aber es ging. Oh, und das ist so hier das Mündungsdelta. Schauen wir mal rüber, ob ich da rechts dabei komme. Schauen wir mal, ob es funktioniert.
Hier geht dann nochmal was weg. Da fahren wir dann wenn auf der Rückfahrt lang. Achtung, Trommelwirbel, eine Kiesbank. Der Biber steht hier auf die ganz großen Bretter. Hier nagt der Biber wieder einen dicken Baum. Das wird hier interessant mit dem Durchkommen. Ich nehme an, da links am Baum ist so flach sein, da müssen wir hier da irgendwie durchkommen. Da mit Schwung durch die Strömung durch und dann links rauf. Das könnte klappen. Mit maximaler Kraftanstrengung da durchgekommen. Hat gerade noch so geklappt. Hauch von einer Kiesbank. Aber ist mal gut, da kann man anlanden und kann ein bisschen ausruhen. Das war ganz schön anstrengend, sich da durchzukommen zwischen den Bäumen. Und die Strömung wird ja auch immer stärker. Auch wenn man es vermutlich jetzt durch die Kamera nicht so wirklich sieht. Naja, am Treibgut vielleicht. Bin mal gespannt, wird rauf ich noch kommen oder ob irgendwann die Strömung zu stark wird oder die Wehrtacht zu flach. Schauen wir mal. Kaum zu glauben, aber dieser Wasserfall hat scheinbar einen extra Aussichtssteg. Also seit dem Wasserfall ist ein gutes Stück Arbeit, da noch weiter hochzukommen. Schauen wir mal, wie lange die Kraft noch reicht. Da, wo es so glitzert, da ist ja scheinbar keine Sohlenschwelle, haben wir die durchbrechen können. Viel Glück geht es da auf der linken Seite, aber das wäre eine wahnsinnige Kraftanstrengung. Das ist gut, dass wir eine Kiesbank zum Ausruhen. Das war jetzt eine Arbeit, da durchzukommen. Da rechts, da hat es Kehrwasser gehabt. Den habe ich mich Anlauf nehmen können und dann durch. Aber es war wirklich knapp an der Grenze, dass ich es geschafft habe. Auf geht's, weiter geht's. Schauen wir mal, wie lange es noch geht. Hier ein Kampfstück, ist hier eine kleine Sohlenschwelle drin. Schauen wir mal. Das habe ich nicht mehr geschafft. Ich kann sagen, 2 Meter haben wir gefehlt, um es zu schaffen, aber es ging nicht. Keine Chance. Ich habe gerade überlegt, ob ich das Wasser jetzt gehe, um da durchzukommen, aber jetzt ohne Gummistiefel bei den Temperaturen ist vielleicht keine gute Idee. Und jetzt lassen wir uns halt zurücktreiben. Aber das werde ich eh nicht aushalten. Bisschen paddeln muss schon sein. Aber es war bisher eine echt super Tour, gefällt mir. Ich glaube, das geht dann wirklich als Saisonabschlusstour durch. Da vorne ist hier die Sohlenschwelle. Und wir schauen, dass ich genau die Durchfahrt treffe. Weil links und rechts davon ist es zu flach. Oh, sieht gut aus. Oh, ups. Genau, perfekt getroffen. Ups, ups. Ja, jetzt einfach wieder mal ein bisschen treiben lassen. Mal schauen, wie wir nach links rüberkommen. Hier ist immer zu flach. Einmal das Boot gerade ganz alleine. Ich nehme an, die Fähnchen da oben dienen dazu, dass Vögel die Leitung sehen, dass sie nicht gegenfliegen. Ich muss gleich ein bisschen paddeln, sonst schlafe ich noch ein. Ganz da vorne sehen wir gerade hier den Wasserfall. Hier ist ein schöner Zivilisationsmüll-Anlandeplatz.
Schade. Hinter der Fallen hat es noch mehr Müll. So, das ist jetzt hier die Stelle, wo ich Slalom fahren muss. Da knapp an dem Baum vorbei, dann links einschlagen, an dem vorbei und dann wieder scharf rechts. Dann geht das. Jetzt nähern wir uns hier dem Mündungsdelta. Also die Frage, hier ist bekannte Gewässer oder hier ins unbekannte Gewässer? Na, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ganz vorsichtig ans unbekannte Gewässer anpirschen und schauen mal, wie es ausschaut. Das ist bekannte Gewässer. Und da, dieser Kleinarm geht auf keinen Fall. Und mit Glück geht's da. Schauen wir mal, ob es mit der Tiefe hinhaut. Der erste große Preisfrage ist halt, ist es da bei unterm Baum tief genug? Auf jeden Fall, die Strömung ist da nicht so stark, dass ich nicht mehr gegen ankomme, wenn es nicht geht. Der Plan, da reinzukommen, ist gescheitert. Weder links noch rechts, von, allein von dieser Insel da, ist einfach zu flach. Selbst wenn ich nach vorne rutsche, die Finne liegt auf. Und ich schon fast von vorne ins ganze Boot. Okay, übers bekannte Gewässer und dann schauen, dass wir von unten möglichst nah dahin kommen. Schauen wir mal, ob der Plan funktioniert. Wenigstens fahren wir jetzt durch den rechten Arm. Schauen wir mal, ob dieser Plan funktioniert. Dieser Plan hat mal geklappt. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, jetzt bin ich wieder in der großen Bucht. Und jetzt schauen wir mal, ob wir zu der einen Stelle, wo ich nicht durchgekommen bin, was so flach war, von unten hinkommen. So, wir müssen gerade so schön einen Bogen machen. War mal ein Rundumblick. So, da vorne ist der Spitz von der Insel. Vergessen, gleich hier hat es auch noch so ein kleines Kanälchen rein. Aber da hast du eh ein Ästchen davor und ich glaube, allzu weit geht es eh nicht. Da fahren wir es nicht rein, gehen wir auch gar nicht erst versuchen. Das ist so eine Ausbuchtung. Zack. Also ich nehme an, da werden wir nicht dahin kommen. Aber vielleicht auf dem anderen. Aber wenn wir schon da sind, versuchen wir mal da reinzukommen. Aber nee, das haben wir bleiben, zu viel Treibholz drin. Ups, muss ich aufhören, da kommt gerade nicht ein Treibholz. Ich kann es nicht widerstehen, jetzt bin ich eh drin und tief genug ist es auch. Nicht wirklich. Nee, okay, das lasse ich bleiben. Mal mit da reinkommen. Das ist immer spannend, weil so optisch ist es ganz flach, aber nur so ein Algenteppich. Der geht immer zu zwei Paddeltiefen noch nach unten. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Hier spaltet sich die Bucht nochmal auf, in den linken Arm und hier in einen rechten Arm. Schauen wir erstmal in den rechten rein und dann in den linken, wenn es geht. Ist hier überall sehr flach. So, das ist hier das Ende von der Bucht. Und der Blick raus aus der Bucht. Jetzt schauen wir mal, ob wir einen Weg hier reinfinden. Momentan bin ich ein bisschen pessimistisch, aber gucken wir mal. Hier ist dann ein kleiner Durchschlupf in den Hauptstausee. Aber schauen wir mal, wenn wir noch hinten reinkommen. Hier ist das Ende davon. Irgendwann zumindest weiter komme ich nicht. Vielleicht geht es links aus noch ein bisschen weiter, aber hier wird es dann einfach zu flach. An den kleinen Durchstieg bin ich vorbeigefahren, so zur Orientierung. Hier sind die Fischerhütten.
Und da vorne die Treibholzinsel. Und jetzt fahren wir halt noch an der rechten Seite vom Stausee hoch. Ein Schwenk über die Treibholzinseln. Das ist ja echt ein Riesengebiet, was sie hier einnehmen insgesamt. Echt eine tolle Sache. Schauen wir mal, ob es uns gelingt, hier den Schilfgürtel ein bisschen abzufahren. Das lassen wir vielleicht doch mal besser bleiben. Das wird durch so einen kleinen Treibholzgürtel abgesperrt förmlich. Und das so ist mit einem Luftboot, ist vielleicht keine gute Idee, durch diese Barrikade durchzubrechen. So, nochmal so ein Blick über das Treibholzfeld. Okay, hier ist ja einen schönen Kanal oder Bucht. Da rechts außen müssen wir vorbeikommen. Die schauen wir mal an, das scheint größer zu sein. Grrr, zu früh gefreut. Zu flach. Kann man nichts machen. Aber auch wieder schön Treibholz, also hier gefällt es mir echt. Und das ganze Witzige ist, das ist kein Naturschutzgebiet. Das sollte man eigentlich im Frühjahr schamlos ausnutzen. Aber wohl besser nicht. Das gehen wir bis dahin vergessen. Da ist einfach kein Reinkommen. Ärgerlich, schade. Weil vermutlich ist es das Teil, was dann oben runterkommt, wo es zu flach war. Weil hier ist Kiesaufschüttungen, aber kein Durchkommen. Ja. Da hinten ist nochmal eine Bucht dann. Mit dem Baum da. Schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Das sieht so eine Bucht aus, in der kann man richtig reinfahren. Die scheint tief genug zu sein, aber schön langsam, aber nicht so fest auflanden, falls es doch daneben geht. Das Teil ist riesig. Geht hier rein und dann noch da. Okay, das scheint dann etwas kleiner zu sein. Aber das Teil hier ist richtig groß. Okay, nichts hier rein. Eine Stelle, wo ich nicht durchgekommen bin. Und das geht hier. Und das geht hier richtig weit rauf. Aber also sich ganz langsam paddeln, weil es sehr flach ist. Jetzt kann ich doch ein bisschen Gas geben. Die Tiefe nimmt wieder zu. Ja, ich habe es geschafft. Das ist die Stelle, wo ich nicht durchgekommen bin, was zu flach war von oben. Ich habe den Weg gefunden. Hurra! Und jetzt der Form halber unterm Baum durch bis zur Stelle, wo ich auflande. Jetzt lande ich auf. So, und zum Beweis, hier ist die Stelle, wo die ganze Delta sich bildet. Wo es beginnt. Das muss ich echt mal sagen, das war jetzt die schönste Mündung in eine Staustufe, die ich je gesehen habe bisher. So schön hat es weder im Lech noch Wertach bisher gehabt. So ein Flussmündungsdelta in eine Staustufe rein. Echt ein schönes Teil hier, muss man sagen. Das hat mich jetzt überrascht. Wieder zurück im Hauptsee und jetzt geht es eigentlich nur noch nicht mehr nach Hause, jetzt wird es nicht mehr viel geben. Aber war bisher echt sehr schöne Tour. Bloß ein Biberbau habe ich diesmal nicht gefunden. Bloß die Spuren, aber kein Bau.
fast am Ziel. Und jetzt beginne ich meine Lieblingsdisziplin. Quer über den Stausee. Und wie es halt üblich ist, genau gegen den Wind. Das ist der Eingang von der Fischtreppe. Wieder an Land, nicht am Land, am Ziel. War eine sehr schöne Tour, hat mir gefallen. Jetzt kann der Winter kommen.